Grenzen sie die Aufbauorganisation von der Ablauforganisation ab und dann noch, was ist ein Organigramm? Passt hier in den Zusammenhang. Ja, also eine Handlungsaufforderung und eine Frage. Also dann fangen wir mal an. Aufbauorganisation und Ablauf. Organisation. Das Organigramm passt hier in diesem Zusammenhang. Die Aufbauorganisation schafft die Strukturen. Was sind die Strukturen? Strukturen sind die Stellen als kleinste organisatorische Einheit und dann mehrere Stellen zusammengefasst sind Abteilungen. Also Stellen und Abteilungen. Das ist das, was die Aufbauorganisation schafft. Sie schafft die Strukturen. Aber Strukturen haben immer den Nachteil, wenn sie einmal da sind, kriegt man sie schwer wieder weg, man kriegt sie schwer verändert. Die Ablauforganisation organisiert. Organisiert die Abläufe, sie organisiert die Prozesse, wie man heute moderner sagt. Prozess ist nichts anderes als ein Arbeitsablauf, hat jetzt mit Gericht nichts zu tun, ja? Organisiert die Prozesse, definiert oder verstanden als Arbeitsabläufe. Und zwar diese Organisation erfolgt räumlich. Wo passiert das? Sachlich? Mit was? Zeitlich? Wie lange dauert das? Und personell, wer macht es? Ja, organisiert die Prozesse räumlich, sachlich, zeitlich und personell. Aber wenn es hier heißt, grenzen Sie ab, so kann man das im Grunde gar nicht streng voneinander abgrenzen, denn diese beiden haben wechselseitige Beziehungen. Man nennt das Interdependenzen. Interdependenzen, was wörtlich Zwischenabhängigkeiten heißt und was bedeutet, die Aufbauorganisation beeinflusst die Ablauforganisation, aber die Ablauforganisation beeinflusst die Aufbauorganisation. Wechselseitige Abhängigkeiten, ja, also so streng voneinander abgegrenzt kriegt man das gar nicht. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann ach so, das Organigramm. Das Organigramm hatte ich gerade der Aufbauorganisation schon zugeordnet, aber vergessen es zu definieren. Was ist das Organigramm? Das Organigramm ist nichts anderes als die Visualisierung der Strukturen. Ja, das sind so Bilder hier mit Kästchen und Strichen oder Pfeilen dazwischen. Ja, das ist hier ein Organigramm. Visualisiert hier zum Beispiel ein klassisches Einliniensystem. Ja, Stellen und Abteilungen sind also in einem Organigramm visualisiert. Man kann sagen, das Organigramm visualisiert die Aufbauorganisation. So, jetzt aber nochmal der Hinweis: Klicken Sie auf den Link unter dem Video, wenn Sie lernen wollen, ohne zu leiden. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.